Ja, Freiheit. Freiheit war auch immer für Elfi Mikeschs Arbeit ein sehr wichtiges Thema. Die Kamerafrau und Regisseurin hat uns in den letzten 40 Jahren mit mehreren Meisterwerken begeistert. Dieses Jahr ist sie auch auf der Berlinale vertreten in der Sektion Panorama mit ihrem Film Fieber. Heute vergeben wir gleich zwei Special Teddy Awards. Die Laudatio für die erste Preisträgerin Elfi Mikesch hält ihre Kollegin Sophie Mantigneux. Herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Jetzt muss ich meine Brille nehmen. Wenn ich an Elfi denke, dann denke ich oft an Hawaii. Oder an was sollen wir denn machen ohne den Tod? Oder an Macumba. Oder an Marokkan. Und natürlich an Verführung, die grausame Frau co-realisiert mit Monika Treut. Deine ersten fünf langen Filme als Regisseurin. Alle diese Filme haben ihre Premiere hier bei die Berlinale gefeiert. Und heute Abend denke ich an Fieber, deinen neuesten Spielfilm. Du hast selbst gesagt, der Entstehungsprozess von Fieber hat Jahrzehnte gedauert. Wir sind glücklich, ich bin glücklich, dass du den Film machen konntest, den du so lang erträumst hast. Wenn ich an Elfi denke, dann denke ich an Gesichter. Schauspieler und Schauspielerinnen erhalten eine unerwartete Schönheit und ein verlockendes Geheimnis, wenn Elfi hinter der Kamera steht. Ich erlaube mir zu glauben, dass du mit mir diese Behauptung teilen wirst. Licht ist hinzufügen, reduzieren, andeuten, hervorheben, nuancieren. Das Licht macht das fantastisch glaubhaft oder im Gegenteil das real fantastisch. Das Licht ist eine Magic Essence, die ein Gesicht streicheln oder auch angreifen kann. Und du, Elfi, weißt mit Feingefühl und Souveränität zwischen diesen beiden Extremen deine Entscheidungen zu treffen. Du filmst Gesichter und Körper unheimlich schön. Ich kann weder das verwirrte Gesicht von Mechthild Grossmann in Verführung die grausame Frau vergessen, noch das weich und sanft von Werner Schröter in Mondo Lux. Genauso wie deine kraftvollen und beeindruckenden Schwarz-Weiß-Fotos. Ich denke zum Beispiel an die Porträts von Lili Groth und Udo Kier. Das sind Bilder, bei denen der Betrachterin und der Betrachter unwillkürlich auch eine Neugier für die Person hinter der Kamera entwickelt. Elfi lässt den Blick ihrer Objekt auf sich selbst zu. Sie ist also auch immer ein bisschen Aktrice in ihren Bildern. Sie ist ein Teil von der Szenerie. Sie ist da, präsent, fast sichtbar. Wenn ich an Elfi denke, dann denke ich an Kontinuität, Treu, Komplizenschaft. Bei dir, Elfi, und deiner Filmografie gibt es drei entscheidende Namen. Du hast 10 Filme von Rosa von Pronheim fotografiert, 9 Filme von Monika Treut, 5 Filme von Werner Schröter. 3 Menschen mit verschiedenen kinematografischen und künstlerischen Ansprüchen. 3 verschiedene Perspektiven, Fantasien, Energien und Arbeitsweise. Als Bildgestalterin müssen wir auch eine Art Chamäleon sein. Und Elfi mit ihrem verführerischen Blick ist eine wunderschöne Chamäleon. Wenn ich an Elfi denke und ich war dabei, dann denke ich an die Bundesfilmpreisverleihung 1992. Elfi war als Bildgestalterin für Malina nominiert. Sie hat den Preis nicht bekommen. Aber der Film, der Regisseur, Werner Schröter, und die Darstellerin, ja. Isabelle Huppert vielleicht aus Dankbarkeit, aber sicher auch aus Solidarität, nimmt sie mit auf die Bühne. Damals habe ich gedacht, okay, auch hier in Deutschland, als Kamerafrauen,
haben wir noch einen langen Weg vor uns. Für die junge Generation von Bildgestalterinnen hast du dich in die Bresche geworfen und hast uns zweifellos diesen Weg geöffnet. Für mich als Kamerafrau, als Berlinerin, als lesbische Frau, als Nachbarin in Schöneberg und als Enkelin eines Hauptmanns der französischen Armee, der leider 1927 den Rifkrieg in Marokko geführt hat. Es ist eine riesige Freude, dass du, Elfi, diesen Special Teddy bekommst. Liebe Elfi, du hast ihn 10-mal verdient. Danke. Elfi Mikesh. Elfi, bevor wir dich reden lassen, gucken wir kurz in deinen Film, ne? Ja? Wir haben eine Sache vergessen, bevor Elfi, na, du bleibst aber hier, ne? Also bevor wir Elfi reden lassen, wollen wir jetzt noch mal ganz kurz in ihren Film Fieber gucken, der gerade auf der Berlinale zu sehen ist. Wohl nicht so gelungen, Ihr Auftritt. Они, наверное, заметили, что я в прошлой жизни был женщиной. Das verstehe ich leider nicht. Die haben wahrscheinlich gemerkt, dass ich im vorigen Leben eine Frau war. Ich habe weiblich Mund. Ja. Wie heißen Sie? Ich kann jetzt nicht sprechen. Ja, ja, ja. Ich bin in guter Gesellschaft. Nein, eine Frau. Was? Hallo? Vic. Das haben Sie sehr nett gesagt. Das habe ich auch so gemeint. Ihr Mann? Mein Bruder. Sie haben mir noch nicht gesagt, wie Sie heißen. Die Welt steht in Flammen. Und Sie sind mein Engel. Und Sie glauben ganz sicher, dass alles gut wird. Stimmt? Sie brauchen keine Angst zu haben. Sie auch nicht. Elfi Mikesh, meine Damen und Herren. Haben Sie vielen herzlichen Dank. Hier muss ich, ne? Vielen Dank. Es freut mich sehr, dass ich hier sein kann. Es ist eine große Freude und ich bin sehr glücklich. Jetzt muss ich eine Brille aufsetzen. Kamera. Und ich fühle mich sehr geehrt in mehrfacher Weise. Der Special Daddy Award ist ein besonderer Preis. Jetzt nehme ich etwas vorweg. Darf ich das? Ich weiß nicht, was Sie vorwegnehmen wollen. Rosa. Okay. Ja? Danke. Rosa wird geehrt und wir bekommen den Preis heute zusammen, wo wir sagen können, uns verbindet eine 50-jährige Freundschaft. Und ich möchte mich bei Rosa bedanken für deine Treue und für die intensive Zeit der gemeinsamen Arbeit. Rosa, ich grüße dich sehr von Herzen. Rosa. Rosa gehört zu den großzügigsten Menschen, die ich kenne, und seine Kreativität ist unerschöpflich, beispielhaft und mutig.
Und ich gratuliere dir, liebe Rosa. Mit diesem Preis verbinde ich auch Werner Schröter, Monika Treut und Lilli Grote. Mein Dank gehört auch Ihnen. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass ich meine Arbeit entfalten konnte. Und jetzt eine ganz kleine Geschichte. Ich bekam schon einmal einen Teddy. Da war ich gerade mal ein Jahr alt und der Teddy war größer als ich. Er saß neben mir und dann fiel er um und brummte. Und ich begann schrecklich zu weinen. Und immer wenn er umfiel, brummte er und ich weinte untröstlich. Meine Eltern operierten daraufhin dem Teddy diesen Mechanismus heraus und der Teddy brummte ab da natürlich nicht mehr. Heute ist der Teddy ein Bär, eine Bärin mit starker Stimme. Er ist queer und hat eine schwul, lesbische und internationale Stimme, die nicht zu überhören ist, und ich schwebe auf einer rosa Wolke. Und ich danke. Ich danke für diesen Spezial-Teddy Award. Ich danke Sophie Martigneux, meiner wunderbaren Kollegin und Nachbarin. Ja. Und er ist sehr klein. Ja, kannst du ihn so lange halten? Ich halte. Du nimmst ihn. Ich zeige ihn. Ja. Hier. Wo bin ich? Ja, und für die Laudatio. Diese Worte, die mich zutiefst berühren und auch ein Geheimnis offenbaren. Ich wusste nicht, dass dein Großvater an denselben Orten war wie mein Vater in diesem doch sehr schrecklichen und furchtbaren Krieg. Und da müssen wir noch darüber erzählen. Und dass der Film hier gelaufen ist, Fieber, der ja genau diese Thematik betrifft. Also, ich danke dem Panorama, Wieland Speck, ein alter Freund, wunderbar, und seinen Mitarbeitern, und I can say, this is a perfect day, a perfect evening and a perfect night. Thank you. Ich nehme Ihnen das ab. Herzlichen Glückwunsch, Elfie Mikes, und vielen Dank an Sophie Martigneux.